Sehen wir heute eine Rallye bei den US-Indizes S&P 500 und Nasdaq, weil die US-Arbeitsmarktdaten schwach ausfallen werden? Manches spricht dafür, denn erstens sind wir total überverkauft gewesen bei den Aktienindizes, sodass ein solcher Rebound durchaus wahrscheinlich ist. Dann haben wir beim Dollar wichtige, maßgebliche Widerstandsniveaus erreicht, die dafür sprechen, dass wir jetzt erstmal einen Pullback sehen. Und im August fallen normalerweise die Arbeitsmarktdaten schlecht aus und wir bekommen ja heute die Daten aus dem August. Erwartet 300.000, das ist die Konsenserwartung. Schauen wir uns mal die Stundenlöhne an, plus 0,4% und 5,3% jeweils zum Vormonat und Vorjahresmonat. Also kräftige Lohnsteigerungen, darauf wird man heute auch achten. Aber wenn wir uns mal die reine Headline-Zahl anschauen, dann schwankt das zwischen 160.000 und 452.000 bei den verschiedenen Analysehäusern. Und eines ist eben sehr wahrscheinlich, normalerweise sind die August-Daten aus saisonalen Gründen sehr, sehr schwach. Ohnehin ist ja die Berechnungsmethodik des Bureau of Labor Statistics, das die Daten erhebt, etwas fragwürdig. Da gibt es dann teilweise Revisionen der Vormonate von mehreren Hunderttausend. Also da kannst du das gleich bleiben lassen. Das ist sehr, sehr schwammig. Im Grunde ist das ein einziger Witz, wenn man so will. Hier etwa letztes Jahr waren erwartet 750.000 Stellen und rausgekommen sind dann 235.000, also 500, gut 500.000 Abweichung. Und wenn wir uns anschauen, wir sind fast immer im August schwächer reingekommen mit den Non-Farm Payrolls als erwartet. Und das, obwohl wir bei den ADP-Zahlen oder beziehungsweise ADP-Zahlen waren schon relativ schwach, aber wir haben andere Bereiche wie etwa ISM, Manufacturing Index, da die Beschäftigungskomponente besser geworden. Wir haben einiges, etwa Philly Fed Employment, Empire Employment, die etwas besser waren, aber das Bureau of Labor Statistics hat so seine eigene Bewertungsmethode. Und so kommt es, dass der August eben tendenziell immer schwach ist oder eine große Wahrscheinlichkeit hat, schwach zu sein. Hier in den letzten 8 von 10 Fällen sind die Zahlen im August schwächer ausgefallen als die im Juli. Also da gibt es durchschnittlich geht es dann 167.000 Jobs weniger im August. Also da ist etwas erkennbar und das hat eben auch mit den Kafkaesken Berechnungsmethoden des Bureau of Labor Statistics zu tun. Was müsste passieren, wenn jetzt die Daten normal ausfallen? Ich sag mal so 200.000 schwächer als erwartet, 250. Das wäre ganz okay wahrscheinlich für die Märkte. Allerdings würde die Fed wahrscheinlich dann dennoch jetzt im September um 75 Basispunkte die Zinsen erhöhen, wie Standard Chartered hier sagt. Und dann nochmal im November 50 Basispunkte, also 1,25% würden da nochmal oben drauf kommen. Goldman Sachs sagt, alles zwischen 0 und 100.000 wäre super für die Aktienmärkte. Alles, was negativ ist, wenn sogar Jobs verloren gingen, würde eine Rallye nach sich ziehen. Okay, schauen wir mal. Apropos Fed, Bostic hat jetzt gesagt, die Fed muss die Wirtschaft verlangsamen in den USA und man wird jetzt offenkundig vorwiegend Mortgage-Backed Securities aus der Bilanz entfernen, vor allem auch möglicherweise verkaufen. Also diese hypothekenbesicherten Anleihen, die hier ja stark von der Fed gekauft haben und letztendlich dafür gesorgt haben, dass diese Hausblase in den USA so stark sich aufblasen konnte. Jetzt aber die 30-jährigen Fixed Mortgage Rate durchschnittlich bei 6,23%. Das tut weh. Aber zurück zu dem heutigen Geschehen Arbeitsmarktdaten. Hier sehen wir den Dollarindex über dem Covid-Panik-High und wie Sie unten in dem Chart von Sven Hendrik sehen, eben an einer wichtigen Linie, wichtigen Trendlinie. Wir sehen, dass der RSI schon sehr, sehr weit oben ist. Also manche spricht dafür, dass der Dollar ein bisschen zurückschnappt. Gestern haben wir gesehen, dass die Aktienmärkte zurückgeschnappt sind. Haben wir teilweise noch im Plus geschlossen, etwa der Dow Jones und auch der S&P 500, nachdem es zwischenzeitlich ja schon sehr schwach aussah. Allerdings Healthcare Utilities ganz vorne, also defensive Sektoren, während Technology und Materials und Energy unten waren, also vor allem Technology ein eher offensiver Sektor. Aber insgesamt, wenn wir uns mal den 10-Tages-Advanced-Decline-Durchschnitt anschauen, also Relation Aktien, die steigen zu Aktien, die fallen, dann sehen wir, dass wir überverkaufter sind als im Tief im Juni. Das sehen wir auch bei dem NYSE McLellan Oscillator, den ich gestern schon gezeigt hatte von Sven Hendrik, minus 113 gestern.
Also überverkauft ohne Ende, dass dann ein technischer Rebound kommt, ist gar kein Wunder. Jetzt werden die Bullen gleich wieder sagen, siehst du, das ist der Boden, glaube ich nicht, aber dazu gleich mehr. Hier sehen wir nochmal etwa Advanced Decline Volume und wir sehen, wir hatten, als wir da bei 4327 Punkten waren an der 200-Tageslinie, hatten wir Extremwerte in diesem Parameter. Jetzt sind wir ziemlich weit unten, also wir haben jetzt technisch ganz gute Voraussetzungen, eine Erholungsbewegung zu machen. Gestern haben wir diese neuralgische Zone verteidigen können von 3900 Punkten, auf die ich da schon verwiesen hatte. Und die Stimmung ist, naja, mäßig, klar. Das hat jetzt wieder ein bisschen reingehauen, seit wir da doch ziemlich deutlich runtergekommen sind. Hier bei den Hochs sind wir, glaube ich, im Nasdaq schon 11% wieder runtergekommen. Bank of America sees cracks forming in traders S&P 500 bearishness. Also der eine oder andere wird schon wieder ein bisschen optimistischer und sagt sich, naja, so schlimm ist vielleicht alles nicht. Aber es müssten eben schon sowohl die Inflationsdaten als auch die Arbeitsmarktdaten sich sehr, sehr schnell abkühlen, dass die Fed eben dann jetzt aufhört, die Zinsen anzuheben. Im September wird auf jeden Fall was passieren. Und was passieren wird, ist das, was hier Aaron Brown von PIMCO sagt. Es ist zu erwarten, dass die Fed Zinsanhebungen und das dadurch schwächere Consumer Spending, also die schwächeren Konsumenten, dann letztendlich auch die Unternehmen in Probleme bringen, dass die Margen nicht mehr so funktionieren, dass eben diese Dinge nicht mehr so richtig laufen. Hier mal von Ron Walker eine Möglichkeit, was wir hier jetzt sehen. Wir haben oben im RSI etwa positive Divergenz. Wir sind beim MACD mit einer positiven Divergenz und wir sehen, wir sind eben ausgebombt gewesen. Gestern schon die Erholung, hat sich heute so ein bisschen fortgesetzt. Wir haben eine Trendlinie gehalten, wie Sie unten in diesem Daily Chart sehen. Also da spricht manches dafür, dass wir nochmal nach oben gehen können. Bis wohin? Typische Marke wäre so die Zone 4050, 4055 im S&P. Da ist die 50-Tages-Linie. Die könnten wir entspannt nochmal anlaufen, bevor es dann wieder einen Rücksetzer gibt. In welcher Phase sind wir jetzt börsentechnisch? Wir sind in Phase 6, würde ich hier vermuten, wenn sich diese Grafik mal anschauen. Sowohl Bonds als auch Stocks als auch Commodities fallen. Das setzt sich dann in der dann folgenden Phase 1 fort. Stocks und Commodities fallen, aber Bonds beginnen zu steigen. Das heißt, die Renditen beginnen zu fallen. Flucht in die Sicherheit. Rezession wäre das Stichwort. Dann sehen wir, dass Bonds und Stocks wieder zu steigen beginnen oder vor allem auch Aktien wieder zu steigen beginnen. Dann folgen die Commodities. Das ist so ein interessanter Zyklus, finde ich sehr hilfreich. Diese Grafik. Kommen wir nach China. Hier sehen wir, dass jetzt Country Garden, der größte Immobilienentwickler, sagte, dass die Situation sich ziemlich schnell in eine ernsthafte Depression entwickelt hat. Also die Probleme am Immobilienmarkt in China, die sind noch lange, lange nicht gelöst. Der Staat versucht das zu tun, indem er faktisch staatliche Versicherer die Verluste tragen lässt. Das ist keine Lösung auf Dauer. Wir sehen, dass immer mehr Firmen weggehen in ihrer Produktion aus China, weil sie sagen, mit dieser Corona-Politik, da ist keine Zuverlässigkeit mehr erkennbar. Chengdu, ja, teilweise Sichuan, Shenzhen, all diese Städte teilweise im Lockdown. Und das führt zur Abwanderung, vor allem nach Vietnam und anderen asiatischen Ländern. Wir sehen jetzt geopolitisch auch, dass die Amerikaner erstmal einen Vorschlag der Iraner abgewiesen haben. Und hier sind wir ja bei der Geopolitik. Nvidia darf ja bestimmte Chips nicht mehr nach China exportieren, um hier eben im Wirtschaftskrieg zu bestehen, damit die Amerikaner da bestehen können. Jetzt hat ja der Ehemann von Nancy Pelosi, Paul Pelosi, am 27. Juli 25.000 Aktien von Nvidia verkauft. Weniger als eine Woche später hat der Kongress dann gesagt, okay, keine Chip-Exports mehr nach China. Also wir sehen, da sind manche extrem hellsichtig und da sind viele intelligent. Das gilt auch für die gute Uschi von der Leyen, die macht jetzt Putin eine eisenharte Gasansage und sie will vor allem hier diese sogenannte Übergewinne besteuern. Ich frage mich, was sind Übergewinne? Wer fragt zum Beispiel nach den Übergewinnen von Solarparkbetreibern und Windkraftbetreibern? Die machen sich derzeit die Taschen voll, spricht aber keiner drüber. Da sind manche andere in Existenznot, da wie Uniper, andere, denen geht es weiterhin ganz gut, auch wenn sie aus dem traditionellen fossilen Bereich kommen. Aber
Wer richtig kassiert, das sind derzeit Windkraftbetreiber und Solarparkbetreiber, die richtig abkassieren. Jetzt sehen wir, dass der Gaspreis heute Morgen wieder fällt, weil Gazprom gebucht hat Leitungskapazitäten für Nord Stream 1 ab Samstagmorgen. Jo, es geht also weiter. Da war ja die Sorge wieder auch, dass dann vielleicht nichts mehr kommt. Diese Sorge hat vor allem Habeck, der sagt, ich bin pessimistisch zu den Nord Stream Gaslieferungen im Winter, aber wahrscheinlich haben wir schon das Schlimmste hinter uns. Die Russen werden weiter Gas liefern. Sonst müssen sie fast alles abfackeln, weil sie das Gas schlichtweg nicht woanders hin transportieren können als nach Europa. Sie fackeln jetzt schon ab, aber wenn sie so 20% liefern dessen, was sie vorher geliefert haben, dann haben wir weiterhin Knappheit, die Preise sind hoch, das Ganze rechnet sich und wir sehen, dass ja so, sowohl Gaspreise als auch Strompreise ja schon deutlich zurückgegangen sind. Banken verschärfen Bedingungen für Immobilienkredite, auch aufgrund der Inflation. Da müssen Banken dann berechnen, dass die Lebenshaltungskosten für den Kreditnehmer gestiegen sind. Also das sind Entwicklungen, die hier sich abzeichnen. Dann sehen wir, dass sowohl die Exporte als auch die Importe Deutschlands stark zurückgegangen sind. Vor allem die Exporte in den USA sind stark zurückgegangen. Da sind wir gerade dabei, einen Artikel zu schreiben. Aber hier sehen wir mal die deutsche Handelsbilanz. Nicht mehr so glorreich wie früher, liegt natürlich auch an dieser Energiethematik. Geopolitik nochmal. Russland kauft jetzt freundliche Devisen für 72 Milliarden Euro oder im Gegenwert von 72 Milliarden Euro. Man hat ja Dollar-Devisenreserven maßgeblich reduziert, Gold aufgebaut. Jetzt will man Yuan-Devisenreserven aufbauen. Erste Empfehlung für einen Artikel. Und zweite Empfehlung, Eurozone mit Arbeitslosigkeit so gering wie noch nie. Warum ist das so? Demografischer Wandel. Ne? Deswegen habe ich schlechte Argumente, wenn ich mit meinen Söhnen sage, setzt euch auf den Hosenboden und macht was. Und dann sagen die entspannt, du Papa, wir haben Arbeitskräftemangel, gell? Wir müssen nichts lernen. Ne? Die brauchen uns auch so. Das ist durchaus leider möglich. Und da habe ich Schwierigkeiten dagegen zu argumentieren, aber nein, es gelingt mir schon. Also diese beiden Artikel möchte ich empfehlen, 14:30 US-Arbeitsmarktdaten. Ist das sicher, dass die Schwäche ausfällt? Nein, aber es gibt eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit und wir handeln an der Börse. Ja, Wahrscheinlichkeiten. Also 14:30 reinschauen, Reaktion der Märkte und heute Abend dann das Marktgeflüster. Servus, ciao.